So, guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ich kann Ihnen heute präsentieren Prophecy Call. Ist aber noch nicht sicher, ob der Greg Hall noch zu uns stoßen wird. Er ist in einem Hotel und da haben Sie anscheinend Serverprobleme. Ich hoffe, dass er später noch dazukommen kann, aber der Wichtigste heute ist der Herr Udo Sommer von der STERC. Ich glaube, er wird sich selbst gleich einmal kurz vorstellen, dass wir alle wissen, worum es überhaupt geht. Kurz vorher noch, die STERC hat die Machbarkeitsstudie des Kohlekraftwerks in der Mongolei für Prophecy angefertigt. Und ich glaube, es gibt da einige ganz nette Dinge zum Erzählen. Bitte, Herr Sommer. Ja, guten Abend zusammen da draußen. Mein Name ist Udo Sommer. Ich bin von der STERC. Ich war im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie für das Prophecy-Projekt in Chandganatal der zuständige Projektdirektor bei STERC. Und ich würde gerne heute dieses Projekt vorstellen und im Nachgang auch sicherlich gerne den einen oder anderen Fragen da vielleicht noch sind, gerne beantworten. Ja, wunderbar. Dann glaube ich, legen wir gleich los. Ich habe am Anfang ein bisschen so eher globale Fragen ein bisschen vorbereitet. Das ist nur mal kurz Prophecy Call, die Aktie, wie sie momentan bewertet ist. Sie sehen 201 Millionen Aktien ausgegeben. Börsenwert ist circa jetzt momentan 100 Millionen. Das Aktienpaket, das Prophecy Call alleine an Prophecy Platinum hält, ist 88 Millionen derzeit wert. Das heißt, die Bewertung für die 1,4 Milliarden Tonnen Kohle in der Mongolei ist gerade einmal um die 12 Millionen Dollar. Ich finde das sehr, sehr wenig und darum sitzen wir ja heute auch da, dass wir der ganzen Sache ein bisschen auf den Grund gehen können. Sie sehen schon, wir sehen in der jüngsten Vergangenheit eine Menge an ausländischen Investitionen in der Mongolei. Was halten Sie von der Mongolei und wie denken Sie über die Politik, das Geschäftsklima und die Wirtschaft im Allgemeinen in diesem Land? Wir wissen ja alle, die Bundeskanzlerin war, also Ihre, meine nicht, aber Ihre Bundeskanzlerin war ja auch in der Mongolei auf Staatsbesuch. Ich glaube, dass das ein ganz ein wichtiges Rohstoffland sein könnte. Was halten Sie davon, von dieser Geschichte, Herr Sommer? Ja, also unser Interesse als STERC an der Mongolei orientiert sich doch stark an dem Fakt, dass die Mongolei derzeit eines der rohstoffreichsten Länder der Erde ist. Bei einigen Rohstoffen haben die Mongolen sehr große Lagervorkommen. Das Schöne ist, sie sind alle noch nicht erschlossen und bieten da natürlich dann insbesondere die Möglichkeit, zukünftig als Rohstofflieferant auch einzusteigen und auch in der Welt zur Verfügung zu stehen. Geschäftsklima, ja, also die Kollegen, die in der Mongolei waren, haben immer wieder betont, wie freundlich die Mongolen noch waren, wie aufnahmebereit und interessiert man noch insbesondere am Einholen ausländischer Investitionen ist. Ich denke mal, da kommt mit Sicherheit auch zum Tragen, dass von derzeit 2 Millionen Leuten ja die Arbeitslosenquote doch bei 30% liegt und dass es von daher ein hohes Interesse in der Bevölkerung gibt, durch das Einholen ausländischer Investitionen, die Wirtschaft anzukurbeln. Schwerpunkt der Investitionen ist sicherlich Minengeschäft. Allerdings, die Mongolei ist ja reich nicht nur an Kohle, sondern auch an relativ vielen Metallen, Erzen. Und um die Erzvorkommen und anderen Ressourcen zu erschließen, braucht die Mongolei zukünftig sehr viel mehr Strom, als jetzt zurzeit im Land vorhanden. Wunderbar, ich erfahre gerade, dass der Greg Hall in der Lobby wartet. Ich habe jetzt gerade Anweisung erteilt, er soll doch dazu reinkommen. Ich glaube, dass das eine sehr interessante Frage für ihn, für den Gregory wäre, jetzt stellt sich meine Stimme stellt sich schon auf Englisch um. Vielleicht warten wir noch ein, zwei Minuten oder, na, gehen wir einfach weiter zum nächsten Slide und vielleicht kann er später noch etwas dazu sagen. Was bedeutet das Changdana-Kraftwerk für die Energieversorgung der Mongolei? Ja, um das mal klar zu sagen, in der Mongolei gibt es
derzeit eine installierte Leistung von etwa 700 Megawatt. Das ist also, wenn man das auf europäische Verhältnisse übertragen würde, etwa ein großes Steinkohlekraftwerk. Und innerhalb der Mongolei, die Anlagen, die da vorhanden sind, die sind relativ alt. Und ich denke mal, die Energieversorgung, das Aufstellen einer geordneten Energieversorgung ist für die Mongolei relativ zentral und relativ wichtig. Es gibt keine Stromknappheit, aber es gibt auch nicht die Sicherheit in der Stromversorgung, die man benötigen würde, wenn man sich in der Grundstoff- und Rohstoffindustrie geordnet aufstellen würde. Insofern wäre ein Projekt in Shangana allein schon wegen der Größe zentral für die weitere Entwicklung der Energieversorgung in der Also ich spekuliere jetzt einfach einmal so, auch der Stromverbrauch in der Mongolei wird sich ja sicherlich in den nächsten, wie soll man sagen, in den nächsten Jahren erhöhen. Das heißt, es ist schon durchaus ein lokaler Markt auch dann in weiterer Hinsicht, in weiterer Sicht vorhanden. Ja, das eine ist der lokale Markt und zum anderen ist die Altersstruktur der bestehenden Anlage. Die letzte große Anlage in der Mongolei wurde Mitte der 80er Jahre errichtet und die Anlagen haben teilweise ein Alter, in dem sie in Europa dann in den nächsten 5 oder 10 Jahren stillgelegt werden. Mhm. Das heißt, es sind zwei Faktoren. Zum einen steigt der Stromverbrauch, zum anderen auch insbesondere bei einer zukünftigen Entwicklung im Rohstoffbereich und zum anderen ist es sicherlich so, dass der bestehende Kraftwerkspark auch eine Sanierung benötigt. Okay, ich sage mal so, das Kraftwerksprojekt kommt dann eigentlich gerade richtig, weil es wieder, zuerst wird das Ganze finanziert, dann wird das errichtet, das dauert sicher, ich sage mal, um die 3 Jahre, sage ich mal, bis dort der erste Strom gefördert wird. Wie schätzen Sie denn den Export, die Exportmöglichkeit nach China ein? Also es gibt eine Reihe alternativer Projekte in der Mongolei, die setzen alle auf die Exportmöglichkeiten nach China. Wir würden mal sagen, das bedarf es dann, weil es dann halt einen Staatsvertrag zwischen der Republik Mongolei und der Volksrepublik China bedarf, so circa 10 Jahre, bis da realistisch über so eine Leitung dann auch Strom fließen würde. Okay. Ich denke mal, das ist eine politische Sache und ob da so viel Verlass auf die Politik ist, wissen wir alle zurzeit. Okay. Also in der ersten Phase sicher für den lokalen Markt. Ja, ich denke mal, es ist einmal für den lokalen Markt und zurzeit ist es ja nun de facto so, dass die Mongolei Strom aus Russland bezieht, etwa 100 MW und die Tarife da sind relativ hoch, der Strom ist vergleichsweise teuer für die Mongolen und es gibt also im Prinzip auch den Wunsch auf der mongolischen Seite, im Prinzip diese Stromlieferung durch eine Eigenproduktion zumindest zu ergänzen. Ja, sehr interessant. Gut, wir machen einstweilen weiter und ich glaube, dass wir vielleicht dem Gregory, wenn es dann soweit ist, am Ende des Meetings noch ein paar Fragen stellen können, wo wir dann detailliert darauf eingehen können. So, hätten wir eigentlich besprochen diesen Slide, gehen wir auf den nächsten. Herr Sommer, können Sie die existierende Technologie für die Errichtung von Kohlekraftwerken mit der in der Mongolei betriebenen Kraftwerken in Bezug auf die Emissionen vergleichen? Nein, also die modernen Kohlekraftwerke, auch die jetzt für die Mongolei geplant sind, sind ja alle State-of-the-Art-Anlagen. Die haben technologisch überhaupt nichts mit den Anlagen zu tun, die zurzeit in der Mongolei im Einsatz sind. Die Mongolei hat, wie geschildert, Anlagen aus den 50er, 60er, 70er und letztendlich aus den 80er Jahren im Einsatz, überwiegend kleinere, staubgefeuerte Anlagen, die kommen alle mit der Kohle nicht zurecht, haben in meinen Augen relativ, haben einen Stand der Rauchgasreinigung, der zum Errichtungsstand passt. Das ist bei der Kohle, was die Schwefelemissionen angeht, sicherlich unproblematisch. Die NOx-Emissionen und auch die Staubemissionen sind aber sicherlich ein Problem. Dazu kommt, dass die jetzigen Anlagen alle Heizkraftwerke sind, die alle unmittelbar in Ulaanbaatar oder in der Nähe der anderen größeren Siedlungen errichtet worden sind.
Und das führt dann schon in der Stadt neben den typischen Problemen, die dadurch örtliches Heizen im Winter entstehen, doch zu einer erheblichen Umweltbelastung. Das ist auch eines der Anliegen der mongolischen Regierung, die jetzigen, insbesondere Feinstaub- und Staubgrenzwerte, die auch zum Beispiel in Ulaanbaatar sind, die da in bedrückender Weise auch überschritten werden, die zukünftig besser in den Griff zu bekommen. A, durch modernere Anlagen und B, vielleicht auch in dem Teil der Stromproduktion ganz einfach auch aus der Hauptstadt oder aus den Siedlungen verlagert wird, eben an die Kohlestandorte. Man kann sich das also so richtig, also diese Kohlekraftwerke so richtig so ein bisschen, ich nehme den Ausdruck nicht gerne in den Mund, aber ein bisschen so vorsinnflutlich vorstellen. Ja, das ist funktioniert. Das ist eine robuste, etwas altmodische Technik, wie sie in vielen Entwicklungsländern heute im Einsatz ist. Also die Kohlekraftwerke stehen ja sowieso im Verruf, so ein bisschen Dinosaurier zu sein. Die Anlagen, die zurzeit im Einsatz sind, sind entsprechend so dem klassischen Industrie-Image, das man da mit den Kohleanlagen auch bekommen staubig, So, dreckig. ich glaube, der Gregory hat jetzt bereits das Meeting betreten, momentan. Er sagt, er kann uns hören und sehen. Momentan, ich muss kurz mal in der Liste schauen. Nein, er ist nur Zuschauer. Momentan, aber ich glaube, ich kann ihm hier Moderatorenrecht erteilen. So. Okay. Greg, you can hear me? I gave you moderating rights. Please activate your camera and your microphone on the top. Here, on the top. On the top of the window, you can see a little microphone and a little webcam, both are crossed out. Click on that symbols, and we can. Yes, finally Yes, we there we got are. him. Okay. Okay. Good evening, Greg. All right, can you? Hello, apologies. I've never used this technology before, gentlemen, so I'm new to this. Nice to see you again. I hope I will meet Yes, you good to in see you. Toronto next week. Absolutely, yes. I'm in Toronto right now, but heading back to Vancouver today, but I'll be back here in Toronto for the weekend and look forward to seeing you. I think we're having dinner on Tuesday. Okay. Udo, nice to meet you as well. Yeah, hello, Greg. We have talked about the Chang'an power plant, and maybe you can make some statements to the question. Can you see it on your screen? Can you compare? That's a question for Udo. You know the situation in Mongolia. How is the pollution of the existing power plants? Oh yes, actually, yesterday we had a celebration here in Toronto. The reason I'm here is that yesterday, Monday morning, Prophecy Coal was honored with rang the opening bell for the Toronto Stock Exchange to celebrate our listing on the main board of Toronto. And as one of our VIP guests was the Mongolian ambassador and also the trade commissioner to Mongolia. And so we discussed this problem extensively. The ambassador said the problem is critical in Ulaanbaatar. It's now the World Health Organization says that Ulaanbaatar is the second most polluted city on the planet after a city in Iran, which also has a lot of problems with thermal coal, old thermal coal plants. And so the problem is critical in Ulaanbaatar with the pollution from the two existing Soviet-era power plants. I believe that these date from the 1960s and 1970s, the plants, and they
they have gone beyond their rated useful life, but they are still needed because there's such a critical shortage of electricity in the country. So they, in spite of the terrible pollution, they keep these plants going. In fact, from one of our operating mine, we supply the coal right now to two of these plants, which are in the capital. Our new plant, though, will of course use all of the latest technology to be much cleaner and provide clean thermal power for the country. I would defer to Mr. Sommer on questions of the technology, which I'm not knowledgeable enough on to really comment about. Okay. I translated a little bit because there are some very important things. Der Gregory hat gerade gesagt, dass Ulaanbaatar die zweitverschmutzteste Stadt punkto Luftverschmutzung auf diesem Planeten ist, gleich noch einer Stadt im Iran. Und das ist zum großen Teil zurückzuführen eben auf zwei alte Kraftwerke aus der Sowjet-Ära, die eben die Luft sehr stark verschmutzen. Er weist natürlich auch hin auf die beginnende Energieknappheit in der Mongolei und weist auch natürlich darauf hin, dass die neue Technologie ja weitaus weniger Umweltverschmutzung verursachen wird. Okay, let's go to the next slide. Okay, we talked about this. Where are these power plants in the Mongolei? Wo sind diese Kraftwerke in der Mongolei? Two power plants are around Ulaanbaatar, the capital. No, it's actually it's three. It's Ulaanbaatar number two, three and four. Also es gibt drei Kraftwerke innerhalb der innerhalb Ulaanbaatars. Von denen sind zwei veraltet und das Kraftwerk Nummer 4 ist relativ neuer. Also ist also nicht von einem sofortigen Ausfall eigentlich bedroht. Okay. Weitere kleinere Kraftwerke befinden sich in den weiteren Provinzhauptstädten. Okay. Also gut. Es gibt in der ganzen Mongolei zurzeit eine installierte Leistung von 700 MB. Das reicht in der Spitze nicht aus, um das Land mit Strom zu versorgen. Es gibt einen Import aus der Sowjetunion oder aus Russland von etwa zwischen 70 und 150 MB, phasenweise während der Spitzenzeit. Die russischen Anlagen, aus denen dieser Strom stammt, sind selber aus den 70ern und eigentlich auch von der Schließung bedroht. Okay. Das heißt, so. In der Mongolei gibt es zurzeit tatsächlich erkennbar irgendwann in 5, 6 oder 7 Jahren eine absolute Stromknappheit. Mhm. Okay, let's go to the next slide. Können Sie uns erklären, wie die Wirtschaftlichkeit des Changdana-Projektes im Vergleich zu anderen Projekten in Entwicklungsländern und solchen der Region aussieht? Ja, also grundsätzlich, also die Produktionskosten des Stroms werden vergleichsweise günstig. Zur Wirtschaftlichkeit kann ich nicht viel sagen, weil ich nicht weiß, was die Prophecy mit der mongolischen Regierung am Stromtarif ausgehandelt hat. Fakt ist, dadurch, dass die Kohle aus dem lokalen Chandana Flöz stammt, und sehr preiswert gefördert werden kann, dürften die Produktionskosten im Wesentlichen durch die Anlagenkosten bestimmt sein. Die sind kaum höher als in anderen Entwicklungsländern und dürften damit vergleichsweise sehr gut sein. In der Region, in der Mongolei, gibt es ja halt fast keine Kraftwerke. Insofern fällt der Vergleich ein klein wenig schwerer. Ja, ich sage mal, ich weiß nicht, zum benachbarten China oder zum benachbarten Russland oder so irgendwas, gibt es da irgendwelche Vergleiche, die was man vielleicht ziehen könnte? Ja, wir können, also als Steher kann ich einen Vergleich ziehen. Wir haben ja auf Mindanao eine 100 MB-Anlage selber in Betrieb
Und so wie es ausschaut, sind die Produktionskosten für dieses Projekt wahrscheinlich deutlich unter denen, die wir dann auf den Philippinen haben. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir auf den Philippinen halt die Kohle mit Schiffen herantransportieren müssen und das Ganze im Wesentlichen zu den zu höheren Kohlepreisen führt. Und der Kohlepreis macht etwa 75% der Betriebskosten aus der Anlage. Also würden Sie sagen, dass eigentlich also so ein Main-Maus-Kraftwerk, wie es Prophecy plant, eigentlich das Nonplusultra ist, was man an Wirtschaftlichkeit, weil ja die Transportkosten die komplett wegfallen? Ja, es ist nicht das Nonplusultra an Wirtschaftlichkeit, weil Sie haben ja, Sie müssen mal zwei Transportkosten miteinander vergleichen. Das eine sind die Transportkosten, die der Transport der Kohle verursacht, und das andere sind die Transportkosten auf der Stromseite. Chantana ist ja nun auch ein ganzes Stück von Ulaanbaatar entfernt. Das ist aber hier so, dass in der Mongolei für den niedrigen Heizwert der Kohle eigentlich ein Main-Maus-Projekt die Wirtschaft sicherlich eine wirtschaftliche sehr attraktive Lösung darstellt. Was so ein Tropfen, so ein Wermutstropfen ist, in dem Moment, wo ich mein Maus habe und weit weg bin vom Verbraucher, habe ich natürlich ein Problem mit der Abwärmenutzung. Das ist natürlich schöner, jetzt in Ulaanbaatar ein Kraftwerk zu haben, weil ich dann Kraft-Wärme-Kopplung betreiben kann und zu einer sehr hohen Wärmenutzung. Auf der anderen Seite muss ich dann die Kohle über diese Riesendistanz transportieren. Und wenn man dann sich den Kohletransport per Bahn anguckt, eine andere Möglichkeit gibt es in der Mongolei nicht, dann ist das schon sicherlich bei dem Wassergehalt der Kohle deutlich unwirtschaftlicher als ein Transport per Hochspannung. Okay. Gregory, tell us a little bit about the economics of the Changdana project from your point of view. Yes, thanks, Helmut. I can certainly address the economics of the Changdana Power Project from the point of view of Prophecy Coal. I can't really address, I'm sure Mr. Summers done a much better job of other projects. I'm familiar with some in China, but in terms of the sensitivities, looking at the profitability of our power plant, if you look out in full production, remember that our plant comes on sequentially with 150 megawatts each unit up to the full 600 megawatts. If you look out several years, the profitability of the power plant is over $100 million a year. And of course, this has a 30-year life. And if you adjust the sensitivities, it's quite sensitive to the price per kilowatt hour that we're selling to the government. So if you adjust upwards to, for example, they buy power at 8 cents from Russia. If you use 8 cents, you get a net present value of close to a $1 billion, as opposed to the three. Okay. Oops. Und schon ist er wieder weg, der liebe Craig. Das gibt man die Gelegenheit, dass er das Ganze vielleicht ein bisschen übersetzt. Er hat auch die Kosten schon angesprochen, die momentan die Mongolei für den russischen Strom zahlt. Das sind 8 Cent pro Kilowattstunde, glaube ich. Ja, das ist richtig, genau. Wie ist das im internationalen Vergleich? Sie können das vielleicht auch am besten beurteilen. Ist das ein hoher Preis? Ist das okay? Ist das also der Preis, der da bezahlt wird, ist ja ein Preis für eine Spitzenlast. Und die Spitzenlast gilt im Winter. Und wenn Sie sich das angucken, dann denke ich mal, ist das schon ein vergleichsweise hoher Preis. Also wenn man jetzt einfach mal so überlegt, dass die Erzeugungskosten in Deutschland bei einem Importkohlepreis von
ich sag mal 100 Euro pro Tonne bei der Steinkohle aus einer relativ modernen Anlage, wie sie jetzt zum Beispiel vom RWE gebaut wird, bei 30 Euro die Megawattstunde, das ist nur so 3 Cent die Kilowattstunde, das ist der Produktionspreis. Mhm. Also wenn man einige andere Randbedingungen vernachlässigt, dann sieht man, dass die 8 Cent sicherlich einen gewissen Spielraum darstellen und dass die Russen vielleicht das Ganze als nicht unlukratives Geschäft betrachten. Mhm. Natürlich, wenn jemand unbedingt Strom braucht und keiner andere den liefern kann, dann kann man schon beim Preis ein bisschen die Schraube anziehen, glaube ich, oder? Ja, das ist, ist nochmal mit dem Strom. Es gibt im Prinzip ja drei Preise. Es gibt so einen Tarifgrundlast, ich glaube 8000 Stunden den Strom im ganzen Jahr. Es gibt einen Preis Mittellast und es gibt so einen Spitzenlastpreis. Der Spitzenlastpreis jetzt, und das war ja vor 2 Wochen, als es so kalt war, da wurden ja in Frankreich auch 600 Euro die Megawattstunde bezahlt. Mhm. Insofern würde ich mich, die 8 Euro Cent sind sicherlich ein Ansatz. Der andere Ansatz ist, mit der Anlage aus Changana wollen wir eigentlich auch Grundlast liefern. Und 8 Cent für Grundlaststrom, das wäre vergleichsweise sehr teuer. Ist aber auch durchaus ein Preis, der international auch für Grundlaststrom bezahlt wird. Das ist also nicht völlig aus der Welt. Gerade insbesondere dann, wenn der Strom aus einer neuen Anlage kommt, die ja erst nochmal ihr Kapital erwirtschaften muss und die hohen Investitionskosten, die da anstehen, dann auch tatsächlich am Ende des Tages durch einen hohen Strompreis der Regierung vergütet werden muss. Gregory, do you have a contract now or a letter of intent or a memorandum of understanding about the future costs per kilowatt or per megawatt? We are negotiating with the government right now for the 20 to 25 year contract for the electricity tariff called the Power Purchase Agreement. We've been in discussions with the government now for several months, and but we do have all of the licenses and permits required to construct the power plant. The final license was granted in November. We do expect that we will have the Power Purchase Agreement negotiated no later than June of this year. Okay. Perfect. Perfect. All is doing good except the share price now. Yes, well, of course, the share price really doesn't reflect any value for the coal, Helmut, as you are aware. 95% of the share price is reflected in holdings of 22.5 million shares that we hold of Prophecy Platinum. I noted this in the second slide of the presentation that Prophecy is now worth 100 million and 88 million is the valuation of the Prophecy Platinum share package the company owns. Yes. Okay, let's go really, to the next slide. Really, this is a free call on coal in Mongolia. I think so too. It's unbelievable cheap. I think Red Hill was much more expensive on the takeover situation than Prophecy is the Prophecy coal is the Prophecy coal in Mongolia is today. What was the price of Red Hill? That's correct. Yes, 30 million, 25, 30 million. We acquired Red Hill 2 years ago for $21 million. Yes, and today it's about 12. And that makes no sense. That's correct. Okay. No. The next slide is die Zahlen in der Studie. Sind für unser Gefühl sehr konservativ berechnet. Welche Möglichkeiten gibt es immer nur noch nach oben und wie könnte sich auf die Gesamtbewertung des Projektes auswirken? Ja,
Ja, also mit dem Konservativen, das Projekt, wie alle Großprojekte, birgt natürlich eine gewisse Reihe von Risiken. Und diesen Risiken sollte man gerade in der sehr frühen Phase des Projektes durch eine entsprechende konservative Betrachtung auch ehrlich entgegenstehen. Das hat ja am Ende des Tages keiner was davon, wenn da, ich sag mal, sehr optimistische oder zu optimistische Zahlen genannt werden, die sich dann im Nachhinein überhaupt nicht halten lassen. Also ich denke mal, ein seriöser, die Energiebranche ist dann ein sehr seriöser, soll ich jetzt sagen, ein seriöser Ansatz, würde eine Reihe offener Fragen, die es auch im Augenblick tatsächlich noch gibt, und die hängen halt nicht mit der Kohle zusammen, sondern die hängen auch mit der Gestaltung anderer wichtiger Dinge zusammen. Da gibt es noch ein paar Fragen, und ich denke mal, wenn man die Fragen sorgfältig betrachtet, dann kommt man dazu, dass das sicherlich ein unterer Punkt ist, eine untere Zahl ist, die aber seriös und sicher vertreten werden kann. Und wenn jetzt einige Risiken, die da sicherlich drin sind, nicht eintreten sollten, dann denke ich mal, könnte das Ergebnis durchaus sehr viel positiver sein. Das ist ein wunderbares Statement, Herr Sommer. Greg, do you want to say something to the numbers from the feasibility study? Yes, thank you, Helmut. I mentioned earlier that the feasibility study is very sensitive to the price at which we sell the power, not so much the price of coal. But if you adjust just slightly upwards on the coal price, or, for example, use a lower discount rate, we've used a very, very conservative discount rate of 12%. As you know, in most studies, a 6% discount rate would be more normal. And if you use a lower discount rate, again, you come with a net present value. Oops. Sorry, der Greg hat die Machbarkeitsstudie angesprochen und sie verwenden da einen sehr, sehr konservativen Discount. Moment, ich muss noch kurz suchen, wo ich hin jetzt ist. Yes. Ah, hier ist er. So, eigentlich müsste er gleich wieder kommen. Sie verwenden... okay. You're back again. Sorry, the hotel I'm at here in Toronto seems to have very slow bandwidth. So. Okay. You talked about the discount rate of the feasibility study. So. So. Okay, er müsste sofort wieder da sein. So, once again. Okay. So, once again. Sorry, Ahmed, I just rejoined. What was the question? You talked about the feasibility study, the low discount rates. Yes, well, again, we've tried to be very, very conservative in this study, and so using a high discount rate of 12%, also we've used 10% for cost of capital, which, as you know, LIBOR plus one is normal, around 5% would be normal. We use 10%. So again, the numbers are very, very conservative in this study. Ja, das wird zum Geduldsspiel heute. Wie gesagt, er hat es jetzt zum wiederholten Male angesprochen, dass sie eben die Studie sehr, sehr konservativ ausgeführt haben. Greg, underestimate and overdeliver? Yes, that's okay. Always our plan, Helmut. I think you learned a little bit from the past. Yes.
We don't want to repeat the mistakes sometimes. Eh? Okay. Good to hear. Herr Sommer, wie würden Sie das Projekt in Bezug auf die Komplexität und die Betriebskosten beschreiben? Also haben wir, glaube ich, eigentlich schon drüber gesprochen, dass es... Die Betriebskosten, also Komplexität, ich glaube, das ist eine relativ einfache Anlage, die wir da vorgesehen haben. Das ist zwar eine sehr fortschrittliche Technologie, das äußert sich in der Konstruktion der jeweiligen Anlagenteile. Komplex ist der Kraftwerksprozess in dem Sinne nicht wirklich. Also da wird Kohle verbrannt und Wasser gekocht. Ich denke mal, jeder, der ein Herd zu Hause hat, der kann das ganze, den ganzen Prozess ganz gut nachvollziehen. Was die Ausbildung der Betriebsmannschaft angeht, auch dazu haben Überlegungen angestellt. Das lässt sich mit den Mongolen alles machen. Da gibt es auch Erfahrungen, gerade in Deutschland. Und ich denke mal, komplex ist dieser Prozess, der da ablaufen wird. Nicht so, dass das ganze Projekt durch die Komplexität in Frage gestellt wird. Betriebskosten nochmal, also 75% in Brennstoffkosten. Die Tarife und die Gehälter in der Mongolei sind vergleichsweise günstig. Da orientiert man sich eher unter chinesischem Niveau. Und insofern haben wir ja auch gesagt, dass es also technisch eine machbare Anlage an der Stelle wird, die zu sehr günstigen Kosten produziert. Was mir jetzt so ad hoc einfällt, weil Sie sagen, da wird Kohle verbrannt und Wasser gekocht, wo nehme ich das Wasser her? Ist da irgendwas in der Nähe, was ich kochen kann? Ja, also das Wasser ist eine der offenen Fragen in Wirklichkeit. Also grundsätzlich ist bei allen kontinentalen Kohleanlagen, wir kennen das aus vielen Projekten, die wir in den USA begleitet haben, wir kennen das auch aus Anlagen, die wir in China und in Indien betreiben und gemacht haben, ist schon ein Thema. Dem ist Rechnung getragen. Wir arbeiten hier mit Trockenkühltürmtechnik. Wir arbeiten mit vergleichsweise geringem Wasserverbrauch. Die Wasserversorgung als solche ist gesichert. Es gibt mehrere Optionen. Man hofft natürlich im Rahmen der Projektentwicklung, dass die wirtschaftlichste Option am Ende zum Tragen kommt. Da sind aber noch ein paar offene Fragen. Also gesichert ist der Wasserverbrauch. Das ist mit dem Wasser auch bei minus 40 Grad im Winter sicherlich ein Problem, was aber auch in der Mongolei hervorragend beherrscht wird. Aber letzten Endes stellt die Wasserversorgung in wirtschaftlicher Hinsicht eine gewisse Herausforderung dar. Und das ist auch einer der Gründe, wo wir dann gesagt haben, wir treten eher etwas konservativ an und es ist besser, einige offene Fragestellungen da seriös zu machen. Okay. Greg, we talked about the water for the power plants. Udo told us, okay, it's doable. It should be no problem for the power plants. It's good to hear because is there a river beside or is the groundwater where do the water come from? For the power plant. Yep. Is the question for me, Helmut? For Udo, we did a study. Oh, go ahead. The stage is yours, Greg. Oh, thank you. Yes, we did a study on the Changanatal mine, and yes, the water is... Okay. The stage is yours, Udo. Nein, es gibt mehrere Untersuchungen, woher das Wasser kommen kann. Das Wasser kann einmal aus der Mine kommen, während des Abbaus der Mine fällt Wasser an. Das wird auch in anderen Projekten der Mongolei so gemacht. Die zweite Möglichkeit, in der Nähe gibt es einen Fluss. Nähe heißt dann aber, das sind doch einige Kilometer zu überbrücken und da droht im Winter halt, was heißt da droht, da besteht im Winter, wenn man jetzt Wasser aus dem Fluss nehmen würde, schon die Gefahr, dass man die Leitung in irgendeiner Form beheizen oder unterhalten und betreiben muss oder das Wasser zumindest zum Winter pumpen muss.
Die direkte Alternative sind Tiefgrund. Tiefgrund ist auch die Lösung, die in Ulaanbaatar also gewählt wird, um Ulaanbaatar mit Wasser zu versorgen. Also gehe ich recht in der Annahme, dass eigentlich alle Kraftwerke in der Mongolei eigentlich, ich würde sagen, das selbe Problem, weil es ja eigentlich im Prinzip kein Problem ist, aber mit demselben, wie soll man sagen, mit denselben Umständen umgehen müssen. Praktisch, das ist das Wasser, und weil es immer auch im Winter sehr, sehr kalt ist. Ja, also das Problem ist das Wasser. In Ulaanbaatar gibt es Brunnen, auch schon zur Versorgung der Bevölkerung. In Ulaanbaatar setzen die aber auch Nasskühltürme ein, die einen wesentlich höheren Wasserverbrauch sorgen. Vor Ort würde man natürlich lieber das Wasser aus der Mine nehmen können oder aus dem Fluss, weil das kostengünstiger bereitgestellt werden kann als aus den Brunnen. Okay, let's go to the next slide. Wie wichtig ist eine vorhandene Infrastruktur für ein zu errichtendes Kohlekraftwerk? Ja, also für das Kohlekraftwerk braucht man, ich sage mal immer, vier Dinge. Das eine ist, ich brauche die Kohle, das andere ist, ich brauche Wasser, ich brauche eine Stromableitung, ich brauche Personal. Über das Wasser haben wir ja gerade schon ausgiebig gesprochen. Die anderen Faktoren sind gegeben. Die Fernleitung ist in gut erreichbarer Nähe. Auch dazu gibt es eine Netzstudie. Personal dürfte in der Mongolei bereit sein, an diesen Standort zu ziehen. Dazu muss natürlich dann auch in der Nähe eine Unterkunft schaffen. Respektive es müssen wirklich Bahnen bereitgestellt werden. Aber für ein Kohlekraftwerk auf dem technologischen Level brauche ich jetzt nicht irgendwie eine Zulieferindustrie, die ad hoc da ist. Das haben wir jetzt auch, wir treiben ja in Kolumbien in 3000 Meter Höhe ein Steinkohlekraftwerk, das sogar größer ist. Das ist auch relativ weit von zum Beispiel Bogota entfernt, aber das stellt da auch kein nennenswertes Problem. Da gibt es also aus vielen anderen Ländern vergleichbare Erfahrungen. Es gibt also kaum Schwellenland, ein größeres Schwellenland, wo es keine Mainmaus-Projekte gibt. Und diese Mainmaus-Projekte sind typischerweise doch relativ weit von der existierenden Infrastruktur. Okay. Greg, Udo told us infrastructure is no issue. You can build a mine mouse power plant everywhere. So, do you want to say a few words about yes. the same? Just a quick comment on that. Our most important aspect is the proximity to the power grid. Both the east and west parts of the country. We're only 60 kilometers to the east and 90 kilometers to the west, and that factor is factored into our feasibility study. So the location for us is fantastic. Also, we're located on the main highway, which runs south from the capital to Beijing. Okay. Der liebe Greg hat sich wieder verabschiedet, aber das gibt mir die Gelegenheit, dass ich das ganz kurz übersetze. Wie ihm heute ganz besonders wichtig ist, eben die Nähe zu den, ich sag mal, ganz primitiv zu den existierenden Hochspannungsnetzen. Sie sind auch in der Nähe des einer Hauptverkehrsstraße, die eben von Ulaanbaatar nach Peking, heute sagt man ja nicht mehr Peking, heute sagt man ja Beijing, verläuft. Also Infrastruktur absolut kein Problem. Gut, dann glaube ich, gehen wir zum nächsten über. So, haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, was sind die Vorteile eines Mainmaus-Kraftwerkes? Das ist einfach, dass die keine Transportkosten, glaube ich, anfallen. Sonst gibt es sonst noch irgendwas, wo man sagen könnte, das ist ein großer Vorteil? Ja, das ist ein, der wesentliche Vorteil. Nochmal 75% der Brennstoff, 75% der Betriebskosten auch bei dem Kohleblock entfallen auf den Brennstoff. Und wenn man da, ich sag mal, sich den Transport vorstellt, dass die Kohle auch teilweise den Preis verdoppeln kann, dann stellt das schon einen wesentlichen Vorteil.
Also ich sehe es immer so, also ich bin ja vielleicht ein bisschen betriebsblind, weil ich ja ein großer Fan von Prophecy bin. Ich habe da durch die Errichtung des Kraftwerkes schon einen großen Hebel, dass ich den Wert der Kohle, die im Boden schlummert, potenziere. Ja. Das stimmt. Okay. Also Mainmaus-Kraftwerke sind eigentlich für diese Sorten Kohle die Vermarktungsstrategie. Also in unserem Konzern gab es unter dem Herrn Stadtacher in den 90ern die Strategie, besonders auf Mainmaus-Projekte zu setzen, weil so eine Kohlevermarktung in Form von Strom möglich wäre. Also die ideale Form der Vermarktung von Kohle heute ist im Zusammenhang mit einem Mainmaus. Insbesondere dann, wenn ich relativ ergiebige Flöte habe, die dann auch noch preiswert erschlossen werden. Okay. So. Mal schauen, wie lange der Greg noch braucht, bis er wieder hier ist. Greg, do you want to say something about the Mainmaus Power? I think you are a fan from the Mainmaus Power too. Absolutely, it's a huge advantage, and with more than 40 years of coal in Changanakhtal alone, we have no transportation to worry about, so it really lowers the costs. We're only looking at about $7 or $8 a ton mining costs. Er weist natürlich auch auf die niedrigen Gewinnungskosten hin. Die was $7 to $8 or $7 to $9, you said. Ja, yes, man sollte vielleicht berücksichtigen, dass die Kohle in Ulaanbaatar nicht auch nur annähernd zu den Förderkosten ankommt, die jetzt für eine Kohle wie in Chandana entstehen würde. Und das ist ein fantastischer Hebel, der beträgt also durchaus 3 bis 4. Das heißt, jedes Kraftwerk, das nicht Mainmaus ist und an der Mongolei das verbrauchsnah produzieren würde, müsste durch die Transportkosten, kämen die zum wesentlich höheren Strompreis. Mhm. Sehr schönes Statement, das gibt mir eigentlich indirekt recht, dass es eigentlich für diese Lagerstätte ein perfektes Szenario einfach ist. Also ich glaube, dass es wesentlich dümmer wäre, die Kohle von dort abzutransportieren, um sie irgendwo nach China zu karren und also ich glaube, dass auch nur das Kraftwerk zurzeit einfach dort funktionieren wird, wirtschaftlich. So, gibt es irgendwie einen Nachteil eines Mainmaus-Kraftwerkes? So, es fehlt die Möglichkeit, Kraft-Wärme-Kopplung zu betreiben, ganz klar. Mhm. Wir haben relativ hohe Abwärmeverluste. Und also derzeit nutzt die Mongolei ja nun auch Kraft-Wärme-Kopplung. Mhm. Die Frage ist halt an der Stelle, ob man die Wärme nicht auch wirtschaftlich anders produzieren kann. Da gibt es ja auch durchaus Möglichkeiten. Es gibt auch eine Reihe von Einsparprojekten, die der KWK in der Mongolei vielleicht auch gar nicht so fördern. Kraft-Wärme-Kupplung, was muss ich mir da drunter vorstellen? Sind das Fernheizungen auf Deutsch gesagt? Ja. Ja, ich habe ja eine Abwärme im Kraftwerk und die Abwärme kann ich auch dazu nutzen, gerade im Winter die Wohnung zu heizen. Mhm. Und das wird zurzeit in den Anlagen russischer Bauweise gemacht. Die Russen sind da große Fans dieser Technologie, nutzen also insbesondere die Abwärme aus dem Kraftwerk, um dann Gewächshäuser im Winter zu beheizen, die Wohnungen zu beheizen, die Schulen, die Ministerien. Dann die Möglichkeit verliere ich mit dem Mainmaus-Kraftwerk. Das heißt aber nicht, dass der Strom dann aus der Kraft-Wärme gekoppelten Anlage wettbewerbsfähig sein muss zu einem Strom, der aus einer aus einem Mainmaus-Kraftwerk. Das heißt, die Ab
Wärme bei anderen Kraftwerken wird praktisch auch verkauft, ne? Und dort, also und im Falle von Zhangdana würde die Abwärme einfach ungenutzt die Mongolei aufheizen. Also nee, also das ist ja gerade der Trick. Im Winter können wir die Abwärme auch dazu nutzen, zum Beispiel die Kohlebefähigung und eventuell in der Nähe befindliche Siedlungen zu beheizen. Eine gewisse Restwärmenutzung gibt es. Darüber ist aber bisher noch gar nicht im Rahmen des Projektes diskutiert worden. Also wir wollen die Wärme nicht einfach wegschmeißen. Vielleicht finden wir auch eine interessante Nutzung. Aber zurzeit können wir nicht damit Ulaanbaatar halten. Das ist hier okay. Herr Sommer, Sie sind ja wesentlich positiver noch eingestellt für das Kraftwerksprojekt wie ich. Ja, wir sind überzeugt, also wir sind schon noch überzeugt, dass es ein ordentliches, ein gut laufendes Projekt ist und dass das eine echte Chance hat in der Mongolei. Mhm. Greg, Udo ist also very, very, was sag mal, begeistert. Very enthusiastic of your project, and he told us there are no real disadvantages, just a few minor points. Do you want to say something about disadvantages? Yes, thanks, Helmut. We would agree that there are very few disadvantages. The only one would be if your mine mouth plant was in a remote location, but again, that doesn't apply to Changana. We're in an excellent location, close to the grids in both directions, and also by a major highway. So I really don't think any of those issues apply to Changana. Okay. Next slide. Und der Greg ist schon wieder weg. So, muss ich da noch einmal wieder hereinholen. So, könnte es irgendwelche Probleme geben, die dieses Kraftwerk so verhindern können? Also, wir haben ja die Studie durchgeführt und die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es zurzeit mit den Randbedingungen, die in der Studie formuliert sind, solche Punkte nicht gibt. Man kann ja auch nur einen Gewinn ausweiten von einem tatsächlich existierenden Projekt. Und ja, da sind unser Expertenteam, wir haben mit bis zu 15 Leuten an der Studie gearbeitet, zum Beschluss gekommen, dass also auf Basis der Unterlagen, Dokumente und Studien, die da existieren, eigentlich dieses Projekt realisiert werden kann. Und nochmal, das würde technisch funktionieren. Okay. Also von der STEAG-Seite gibt es, also wir haben ja erfahren, die Genehmigungen sind vorhanden. Der Preis wird ausgehandelt jetzt für die nächsten 25 Jahre, also absolut nichts, was dieses Projekt noch zum Scheitern bringen könnte. Udo told us, yeah, absolutely no problems, what might be X this project? A question for me, Helmut? Udo told us that there are absolutely no problems which could X this project. So we are on a very, very safe side with the Changdana project. Yes, the numbers are very, very conservative. There's really only two aspects left. One is the financing, and our group is very strong, as you know, Helmut, on the financing side, and the bank syndicate is already lined up for this. And second is politics, the domestic politics of Mongolia. And again, we're assured that the government is very committed to this project and wants to have this go ahead rapidly. So we have very, very strong, soon we should hear on the on the power purchase agreement. Are there some elections who could which could change the situation in the near future? There is a federal election in June, okay, which is the major parties, but we're also mostly dealing with government bureaucrats, and of course the bureaucrats never change.
Okay. So we're very assured that we'll have an agreement very soon. Okay. Perfect. Next slide. Gregory, is the Changdana Tal coal resource large enough to fire the power plant for, let's say, 40, 50 years? Vielleicht mal, okay. Also die Antwort ist relativ klar, ja. So, das ist Kohle, da gibt es jetzt unterschiedliche Flöße, da gibt es unterschiedliche Rechte, aber in einem erkennbaren Zeitraum von 25 oder 40 Jahre, ja. Wie muss ich mir das vorstellen, wie viel Kohle verbraucht ein, was heißt, lass mal, sag mal, ein 300 Megawatt Kraftwerk pro Jahr? Das hängt jetzt ein bisschen von der Kohlequalität ab. Nach den Kohleanalysen, die wir jetzt vorliegen haben, würden etwa, ich sag mal eine Zahl, etwa 3 Millionen Tonnen per anno verarbeitet. So, mhm. So, wenn man jetzt von 165 Millionen Tonnen aus der Prospektion des Flözes ausgeht, würde das rein rechnerisch für etwa 50 Jahre reichen. Die Gesamtregion okay. hat nach den Angaben, die wir gesehen haben, mehr als 1 Milliarde Tonnen. Und das reicht dann für einen 600 MT-Block auch für eine sehr lange Zeit. Gesetzt, mhm. der Heizwert stimmt, gesetzt, die ganzen Daten stimmen. Mhm. Das ist aber ein Teil innerhalb der Bankable Feasibility, wo wir eigentlich auf der Bergbauerfahrung von der Prophecy aufgesetzt haben, wo wir auch gesagt haben, die Prophecy hat da Angaben gemacht, die haben da hervorragende Spezialisten als Marktscheider im Einsatz gehabt, die das Ganze analysiert haben. Das war nicht Gegenstand der Studie, jetzt die Kohlemenge ab. Mhm. Mit den Zahlen, die man da hat, würden die in Changdana Tal insgesamt verfügbaren Ressourcen, nicht alle von denen liegen bei Prophecy, für mehrere hundert Jahre wahrscheinlich. Ja, okay. Udo Tolgas, the Changdana Tal is large enough to fire the coal plant for about 30 to 50 years. I've seen a presentation that you intend to build a much more bigger power plant than the 150. I think it was 2,400 megawatts in the final stage. Actually, Hamid, it's even larger than that. The first phase is 600 megawatts. The second mm-hmm. phase is an additional 3,600 megawatts, and that would be for export of power to China. And okay. Yes, we have over 1 billion tons of measured and indicated reserves at Changdana Tal in the second phase. So first phase, as he said, over 40 years. A second phase with over 1 billion tons, as much coal as we'll ever need at Changdana. If I remember right, the neighbor of the Changdana Tal resource is from Vale, from Brazil? Oh. Yes, that's correct, Vale, yes. I think that they should also be interested to maybe to sell coal to the power plant. Yes, obviously Vale is one of the largest players in the coal business, and there is a virtually inexhaustible supply of coal in the immediate area of Changdana. Okay. Ich habe jetzt gerade wieder Überlegungen angestellt oder so irgendwas, ob Vale nicht ein Partner von Prophecy werden könnte. Der Greg ist da ausgestiegen, aber ich will ihm auch nicht zu nahe treten. Vielleicht frage ich ihn das nochmal später. Greg ist
Is it possible that Vale partners with Prophecy? Are there some discussions about this case? Well, anything's possible. all I can really comment on is that if opportunity came to Prophecy, we would be obligated to ask the shareholders. Really, at the end of the day, it's the shareholders who own the company and make the decisions. Mm-hmm. We just do our best and try to get the maximum value for the shareholders. I think I can remember that John Lee was in Brazil last year. Yes. And Vale is Harold in Brazil. Batista is, yes, actually, Harold Batista is on our board of directors, and Harold is the brother of Ike Batista, the head of Vale Brazil, yes. Yeah. Herr Sommer, was halten Sie vom schrittweisen Aufbau der Leistungskapazität, also dass man das praktisch schrittweise immer weiter ausbaut? Ja gut, man wird ja nun kein Kraftwerk bauen für eine Leistung, die gar nicht erforderlich ist. Wenn ich die Zahlen mir mal klar mache, 3000 MW werden im mongolischen Markt zurzeit gar nicht untergebracht. Eine Leitung nach China existiert noch zwar als Idee, aber letzten Endes, bis die gebaut wäre, würden ja auch noch ein paar Tage ins Land ziehen. Mhm. Insofern ist der schrittweise Aufbau der Leistungskapazitäten notwendige Voraussetzung, überhaupt ein erfolgreiches Projekt in der Mongolei zum Blinken zu bekommen. Und das Entscheidende hierbei ist, das wird eben in Shanganatal durch die sehr niedrigen Vorlaufkosten im Bergbau gefördert. Das heißt, wir haben hier zwei Vorteile an dem Standort. Das eine ist, wir kommen zu relativ günstigen Kosten gleich auch in eine mengenmäßig große Produktion, die ein vernünftiges wirtschaftliches Kohleprojekt auch fördert, und haben dann aber darüber hinaus Möglichkeiten, die Produktion entsprechend des Bedarfs auch zu steigern. Ich denke mal, das ist also einer der Gründe und auch der wesentlichen Assets, die dieser Standort da besitzt. Kann ich mir das so vorstellen, dass es so wie so eine Art Baukastenprinzip ist, wo man immer wieder einen Block einfach hinzufügt praktisch, ne? Ja, also die bauen einfach an, das kann man sich, wenn man will, hier auch in Deutschland angucken. So ähnlich ist das Braunkohlekraftwerk in Trimmersdorf entstanden, dass das RWE dann, die haben dann auch mit über 3000 MW stehen, die haben dann jedes Jahr 150 MW dazugebaut, so wie der Tagebau gewachsen ist, so wie der Strombedarf gewachsen ist, wurde dann einfach nebeneinander gebaut. Das nennt man blockbauweise. Dann kommt eben, wenn der Bedarf steigt, eine Anlage neben die andere. Voraussetzung ist, dass man ergiebige Kohlevorkommen hat und die auch zu einem wirtschaftlichen Preis dann abbauen kann. Mhm. Okay. Greg, Udo told us that makes absolutely sense to doing the growth step by step. Do you want to comment it? Yes, our understanding, although we will be raising 100% of the capital today in advance of the project construction, it is the preferred way is to build in 150 megawatt units times 4. Mm-hmm. Okay. Ja, er sagt auch, der Plan ist eben der schrittweise Aufbau, dass man sich eben den Bedarf eben auch anpassen kann. Herr Sommer, gibt es eine vergleichbare Anlage in Deutschland oder in Europa mit dem Changdana-Projekt? Ja, sehr viele. Also wir haben uns entschieden, eine Wirbelschichttechnologie einzusetzen, die einmal auf der Emissionsseite die Weltbankstandards erfüllt. Auf der anderen Seite ist diese Technologie Wirbelschicht Steinkohle gefeuert, in Europa, auch in Deutschland, 10, 15 Mal vorhanden. Allerdings überwiegend aus den 80er und 90er ist also im Prinzip eine Generation 2 in Deutschland zum Beispiel realisiert, bei 10 Anlagen, auch vergleichbare Größe, 100, 115 MW. Die jetzt hier vorgesehene Anlage ist in Deutschland, wir wissen ja alle, wie es in Deutschland mit Steinkohle bestellt ist, nicht gebaut, ist eine neuere Generation, aber ist in Asien auch durchaus verbaut. Okay.
Greg, I think you cannot comment to this question. Okay, let's go to the next slide. Wie schätzen Sie die Preisentwicklung für Kohle am Weltmarkt ein? Ach, stellen Sie die Frage in Greg, er ist da mehr auf der Kohle-Seite. Also wenn, okay. Sie mich jetzt persönlich fragen, wenn man sich die Kurven anguckt, dann steigt der Kohlepreis pro Quartal etwa um 5-8%. Den Hintergrund, den wir als stark jetzt zu sehen ist, dass in Asien außer Kohle eigentlich zur Energieerzeugung kein Brennstoff zur Verfügung steht. Und wenn das Wirtschaftswachstum in Indien, China und auch in anderen Ländern in Südostasien so weiter anhält, auch nur annähernd, dann wird Bedarf an Kohle eher steigen und selbst wenn neue Kohlevorkommen erschlossen werden und verfügbar gemacht würden, hätte dies Konsequenzen. Aber nochmal, und das ist der Weltmarktsicht, diese Kohle, die hier in Shanghai zur Verfügung steht, käme gar nicht im Weltmarkt an. Das heißt, ein Export wird ja zurzeit gar nicht diskutiert, sondern dieses Projekt versorgt den innermongolischen. Mhm, okay. Gregory, how do you assess the price trend for coal in the next, let's say, 5 years? I believe that coal is on an uptrend which started 2 years ago and is continuing. It's really tracking the price of oil, of course, but that doesn't affect Shangana. We have a fixed price of coal within the country. The domestic market is different than the international export market, and of course we're not exporting coal at the moment. We will within probably 2 years, and then we would benefit from the higher export prices. But for Changana, we have an internal transfer price of our own coal. Okay. Very nice statements for coal. Herr Sommer, was ist Ihr persönlicher Eindruck vom Gesamtprojekt vom Changana? Ja, der ist sehr positiv. Also aus technischer Sicht gibt es keine Einschränkungen. Es ist ein sehr, von den Produktionskosten und von den Gegebenheiten, die es am Standort gibt, so wie sich das Projekt für uns zurzeit darstellt, ein sehr vielversprechendes Projekt. Ein wunderbares Statement. I know what you want to say now, Greg. You are delighted on the project, but maybe you can give us some special insight of the project. Maybe you can tell us some things we haven't discussed tonight. Please. Sure. Thank you, Helmut. Yes, I've been to Mongolia many times. I went 5 times last year, and I've driven out twice to the Changana location. Again, it's just off a major highway. It's in an ideal location, and infrastructure will be excellent. The Mongolian government and regulatory authorities have been very helpful. In fact, I find that our project moves ahead very, very quickly, even compared to how we built mines in China. And so the speed at which things are moving is very good. And our financial backers are very solidly behind prophecy on this. So we really have had excellent relations, and that really stemmed from our, you know, bringing our first mine into production. And the second one is going very quickly as well. So we're overall very happy with our progress. So at the end, let's talk about the share price of Prophecy. Why is the share price on the absolute bottom? Do you think that the investors don't trust that you can handle the project? Or do they
Are they afraid of the delusion for financing the project? What are your personal feelings about the deep share price? Well, actually, Helmut, remember that if you bought the shares last year, and in fact many of your investors did buy them last year, they've already benefited from the dividend of Prophecy Platinum. So when you actually add in their cost and the dividend shares which they've received, actually most shareholders in Prophecy over the last 2 years are in a profit when you include the dividend. But if you if you bought it subsequent to that, we were a little bit higher last year, but we have moved up about 20% from the low, and so we're really looking at, I think, really returning to the old highs. If you recall, the last two times that Prophecy has made a major announcement, for example, when we received the initial permit for Changana, and before that, when we received the initial startup for our northern mine, which is in production now, the share price more than doubled on both of those occasions on tens of millions of shares of volume. And I believe that that will happen again when we have the power plant, the power purchase agreement granted from the government. So I believe that we'll have the same price activity again, and we could easily see the shares double in a very short period of time. I know you are director on Prophecy Coal and in Prophecy Platinum. Yes. What do you think? For my feeling, Prophecy Coal is now the better buy. Because if you're a Prophecy Coal shareholder, you can benefit from the Prophecy Platinum rise, and you can benefit from the development of Ulanovo and Changana. Yes, the thanks, Helmut. The price of coal is very low relative to the value. It really is a value play now, and the value of the coal is we're really trading at about 10 cents per ton of coal in the ground, and we have a major study coming out on platinum in the next month, a preliminary economic analysis which will show the economic scoping study of the platinum project in the Yukon. We expect that to be very, very favorably received in the market. And that will, of course, have a strong impact on the shares of coal as well. So really, there's two major milestones coming up on coal. And you're correct. Coal is a value play now and is very, very cheap. I've done some mathematics. And if you take the whole coal resource, it's about 1.4 billion tons of coal inferred and indicated. I think I'm correct. So that's correct. 1.4 billion. Yeah. If you give away the Prophecy Platinum shares, the coal is valued at 12 million now. That means that is an price per ton of below 1 cent for the whole resource. Ich sehe es am Greg seinem Lächeln, dass ihm meine mathematischen Fähigkeiten so gefallen haben. gut. Ich glaube, wir können langsam zum Ende kommen. Vielleicht warten wir noch auf ein paar schließende Worte vom Greg. Greg, I said the price for one ton of Prophecy coal is below 1 cent. Yes, if you calculated it the way you've mentioned, that's correct, Helmut. Yes. Yeah.
It's unbelievable cheap. For me, it's unbelievable. It's incredibly cheap, yes. Yeah. Maybe you want to say a few words at the end of the meeting for the shareholders. Well, yes, as I said, we really appreciate long-standing support that you and the shareholders have given us. We have, of course, had the one dividend of the platinum, and we believe there's a major event coming in the next platinum, so keep an eye on that. That's a major development coming. And then, of course, the second is the agreement coming very soon with the government on the electricity tariff, the power plant. So we really have been working very hard over the last year to develop these two avenues of value for the shareholders, and we're very, very close now. And the shares have been moving up. Volume is about 1 million a day in Canada. I'm not sure what the volumes are in Germany. But I understand they're quite strong as well, and we're getting a lot of support from the institutions that have been buying our shares. One final question for me. Maybe you can tell us something about how will Prophecy Coal handle the power plant project? Do you want to spin out the power plant project from the company, or do you want to keep it in the company? What's on the financing side? The financing will be 70% debt. We have a banking syndicate already identified and lined up for that, and 30% equity. But we have offers from our EPC contractors who will be putting up at least half the equity and then in cash, and that cash would then flow back into the project for our equity component. So we estimate we would wind up with about 50% of the power plant and mine in Prophecy Coal. So you're not looking at really any further dilution of Prophecy Coal shareholders to the current roughly 220 million shares issued. Mm-hmm. Okay. Perfect final words. Thank you, Greg. Thank you for joining us. Herr Sommer, es war wirklich sehr, sehr aufschlussreich und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich mit Ihnen über das Projekt da plaudern hätte können. Und es freut mich ganz besonders, dass Sie sich in Ihrer Freizeit dazu Zeit genommen haben, uns die genaueren Umstände über Kohlekraftwerke, die Technologie, die Anforderungen und was es alles rund um dieses Projekt gibt, dass Sie uns das ein bisschen erklärt haben. Ich denke mal, dass alle Zuhörer um einiges jetzt schlauer sind, und das war eigentlich auch der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung. Ich möchte mich jetzt bei allen Zusehern bedanken fürs Zuschauen und wünsche allen einen schönen Abend und eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.